Pusteblumen bringen total gute Laune und deshalb ist das heute unser Projekt. Hallo ihr lieben Kreativen, hier ist Kali S. von Kreatives Leben. Ich bin Mixmedia-Künstlerin und möchte ganz viel Farbe auch in dein Leben bringen. Und heute möchte ich mit dir ein kleines, einfaches Projekt durchführen und zwar werden nur Stempel eingesetzt, selbstgemachte wohlgemerkt, und gemeinsam malen wir einen Löwenzahn. Als erstes werden wir mal die Stempel vorbereiten. Das erste, was wir machen, ist den Stängel. Und dafür brauchst du ein Stück Karton, Kleber und ein Stück Schnur. So, hier, das ist ganz wichtig, dass der Kleber ein bisschen getrocknet ist, bevor du den einsetzt. Deshalb, das lässt du mal stehen und dann machst du den nächsten Stempel. Das ist ein Schritt, den kannst du gerne auslassen. Ich werde Blätter für meinen Löwenzahn zeichnen und auch als Stempel kreieren. Dafür nehme ich einfach einen Filzstift, zeichne einfach die Form auf und dann werde ich schnitzen. Da musst du nicht unbedingt dabei sein. Ich komme dann einfach wieder zurück, wenn das alles fertig ist. Und ich mache auch ein zweites Blatt. Einfach um sicher zu gehen. So, um das Löwenzahnblatt zu zeichnen, musst du einfach ein Oval machen, das unten zugespitzt ist. Und dann machst du sowas wie ein, innerhalb dieser Form, machst du so wie ein Tannenbaum. Und dann hast du schon ein Löwenzahnblatt. Und hier haben wir schon unsere Blätter. So schnell kann das gehen. So, als nächstes brauchst du idealerweise zwei Rollen. Die eine Rolle wirst du hier aufschneiden und die machen wir auch ein bisschen enger, so ungefähr. So, vielleicht machst du da, das muss jetzt so ineinander reingehen. Und jetzt werden wir anfangen, hier einzuschneiden und zwar möglichst schmal. Das ist nicht ganz einfach, ganz schmal, aber mach es einfach so schmal du kannst. So, hier musst du einfach einschneiden, circa bis zur Mitte. Und dann am Schluss befestigst du alles und hast so wie ein kleiner Besen, den wir dann benutzen werden. Das gleiche machst du mit deiner zweiten Rolle. Du hast jetzt also zwei verschiedene kleine Besen, mit denen wir Stempel werden. Als vierten Stempel brauchst du hier diese Ohrputzer, die du mit einem Gummibändchen befestigst. Und die werden den Mittelpunkt deines Löwenzahns ausmachen. So, und als letzten Stempel brauchst du einfach so einen normalen Haushaltsschwamm. Hinten machst du einen großen Kreis und hier schneidest du deinen Schwamm. Wichtig ist vor allem diese Fläche, also die grüne Fläche, nicht so sehr die weiße Fläche. Das heißt, immer wieder schneiden und dann kontrollieren, ob das alles so aussieht, wie es aussehen sollte. Hier haben wir alle Stempel, die wir benutzen werden, um eben unseren Löwenzahn zu malen. Natürlich einen Stängel aus einer Schnur hergestellt, dann diese Blätter, die sind aus diesen Gummiprintplatten erstellt, dann habe ich noch diese Ohrenputzer, die den Mittelpunkt des Löwenzahns ausmachen werden. Dann werden wir mit diesen drei Sachen, also zweimal eine WC-Rolle oder eine Küchenrolle und einmal einen Küchenschwamm, werden wir dann die Pusteblume erstellen. Dann lass uns mal loslegen. Weil die Pusteblume weiß ist, nehme ich einen dunklen Hintergrund. Das macht sich dann einfach besser. Entsprechend musst du dann eher Farbe nehmen, die sehr weiß sind, also sehr pastellig. Als erstes nehme ich grüne Farbe für meinen Stängel. Das kannst du mit deinem Pinsel auftragen oder einfach eine Fläche voll machen und dann wie ein Stempelkissen benutzen. Und dann kann es schon mal losgehen. Ich werde mal, glaube ich, drei Stängel machen. Und das war's schon. Zwischen den verschiedenen Schritten immer wieder trocknen lassen, damit die Farbe sich nicht vermischt, insbesondere wenn wir dann mit dem Weiß reingehen. Das Weiß muss ja wirklich sauber bleiben, dann ist es ganz wichtig, dass das Grün dann nicht übertragen wird oder verdünnt wird. Als nächsten Schritt machen wir das Zentrum der Pusteblume und das sind ja so kleine Körner, die man sieht, diese braunen. Dafür nehme ich jetzt meine Ohrputzer und ich habe hier ein bisschen Farbe vorbereitet und da drin mische ich
oder tippe ich meine Ohrenputzer. Und dann werde ich hier an der Spitze des Stängels die Farbe auftragen. Dieses Projekt ist ideal für Kinder, weil du ihnen einfach die Stempel auch geben kannst und sie doch relativ schnell ein tolles Aha-Erlebnis erleben werden. Wieder trocknen lassen und dann machen wir den nächsten Schritt. Für den nächsten Schritt habe ich den Küchenschwamm genommen und habe weiße Farbe. Ich habe hier transparente weiße Farbe, aber es geht natürlich auch mit normaler Farbe. Hier nimmst du den grünen Teil und dann wird diese Fläche hier aufgetragen, möglichst zentral, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Und du siehst, wie toll der Effekt ist. Dadurch, dass dieser Schwamm unregelmäßig ist, ist das ja wie eine Pusteblume bereits. Aber wir sind ja noch nicht fertig, es geht weiter. Auch hier wieder trocknen lassen, bevor wir zum nächsten Schritt gehen. Wenn du dich fürs Stempel interessiert, dann lohnt es sich vielleicht für dich, mein Video hier anzugucken, das ich letzte Woche zum Thema Do-it-yourself-Stempel gemacht habe. Da sind diese Methode, aber auch andere vorgestellt worden und finde vielleicht etwas Spannendes, Neues auszuprobieren. Wir machen also weiter, nehmen jetzt diese kleine Rolle, die wir gemacht haben und gehen da in diese Farbe rein. So, da muss ich ein bisschen helfen, sodass diese kleinen Ärmchen nach außen schauen. So, und hier geht es auch darum, deine Pusteblume noch größer zu machen, noch unerwarteter zu machen. Und dann brauchst du natürlich die zweite Rolle. Auch hier nach außen drehen. So, das wird jetzt um einiges größer als das, was wir vorher gemacht haben. Hier nimmst du dann einen einzelnen Ohrenputzer und kannst hier am Rand immer. So, als letzten Schritt müssen wir die Blätter auftragen. Dafür habe ich wieder die grüne Farbe genommen und meine zwei Stempel. Und die werden jetzt großzügig mit Farbe eingeschmiert und dann wird das Ganze bedruckt. Als letzten Schritt werde ich ein bisschen Gold drauf geben, weil ich einfach Gold mag. Alles, was glitzert. Ich habe da meine Zahnbürste mit Goldfarbe an der Hand und ich spritze einfach ein bisschen rum. So, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es ist wieder ein ganz einfaches Projekt, leicht zu erstellen, für die Kleinen, für die Großen und der macht unheimlich viel Spaß. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch und wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du meinen Channel abonnierst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.